Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider First Adventures. Ich habe mich entschieden, diese Aufnahme jetzt hier einfach an die andere dran zu hängen, weil das andere war ja nur eine Folge, also eine sehr kurze Aufnahme. Und deswegen verzichte ich jetzt auf dieses, was bisher geschah, weil für euch ist es halt ein Tag her. Das kriegt ihr hin und ich auch, denn für mich ist es auch nur ein Tag her. Okay, gut. Ich habe mir diese Reliefs gar nicht so genau mal angeguckt. Aber was soll ich sagen? Es sind halt ägyptische Reliefs. Ich habe nicht ganz so viel Ahnung von Ägyptologie. Was sehr schade ist, weil Tomb Raider 4 eigentlich voller Easter Eggs diesbezüglich ist. Oder nicht Easter Eggs, aber waren halt relativ realitätsgetreu. Wie sich einfach mal die Beleuchtung hier mystischerweise geändert hat und auch die Reliefs. Aber ich glaube, solche Reliefs sind tatsächlich relativ unspektakulär. Also da haben sie sich wahrscheinlich nicht so viel dabei gedacht. Okay, also ich weiß, wir waren hier schon überall mal. Aber man wird ja wohl trotzdem noch mal in die Ecken gucken dürfen. Ja. Oh, au! Alter Schwede, 5 Schuss? Nein. Okay, ich hätte mich noch ein bisschen kampfbegeisterter zeigen können, indem ich vielleicht noch mal ein bisschen von ihm weghopsen. Ja, ich hätte noch mal ein bisschen von ihm weghopsen können, denn wir haben jetzt schon wieder die Hälfte der Lebensenergie verloren. Das wird ja beim Levelwechsel immer wieder resettet, die Lebensenergie. Das ist ja sehr nett an dieser Stelle, aber tatsächlich nicht ganz so brauchbar, weil wir uns nicht ganz so frei hier zwischen den Leveln bewegen können, wie an anderer Stelle, wo wir noch nicht waren. Aber ja, das schon mal als kleiner Teaser. Ach, deswegen. Stimmt, der hat es abgewehrt. Ja, wie diese komischen Statuen in Indien, nur in klein und wendiger. Wie unangenehm. Ja, die Frage ist, ob jetzt hier nochmal neue Items liegen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und eigentlich habe ich auch nicht so richtig Lust, hier jetzt nochmal alles irgendwie super systematisch abzusuchen. Ich meine, es sieht halt auch so aus, als wäre da nichts weiter. Was ich mich halt frage, also ich meine, die Geheimnisse waren ja auch quasi unverändert. Was ich mich frage ist, wenn jetzt hier noch Items liegen würden, die wir das letzte Mal übersehen haben, ob die dann noch da wären. Oh Gott. Eigentlich wollte ich den anderen erwischen. Alter. Aber der hat auch nicht wenig Schuss jetzt gebraucht. Also ich meine, der hat ja eigentlich nicht die Möglichkeit gehabt, seine Waffe zum Abwehren zu benutzen. Und trotzdem hat es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Schuss gekostet. Naja, ja, also irgendwie ägyptische Ninjas sind hier unterwegs. Wie unangenehm.
Wir können natürlich, oder? Können wir in den nächsten Level? Nee, können wir nicht. Um unsere Lebensenergie zu resetten. Ja, wie clever von dir, Spiel, dass du den Levelübergang in der Schräge gemacht hast. Ja, wir dürfen dafür jetzt hier lang. Diesen Pfad kennen wir schon. Ja, auch das hier wieder einfach nur Schikane für den Spieler, damit er möglichst langsam vorankommt. Also ich glaube, Tomb Raider 4, das muss der absolute Hass sein für Speedrunner. So. Für den Fall, dass da ein Skorpion auftaucht. Nein. Okay. Ja, hier dachte ich ja das letzte Mal, das ist einfach ein Schalter. Aber wir haben ja jetzt einen Schlüssel gefunden. Den benutzen wir einfach mal. Ich muss nur kurz... Ich will mal gucken. Aber pff, ja. Also ich glaube, das ist relativ egal, wenn wir da noch so viel... Munition benutzen. Ja, jetzt sind wir nämlich in der Halle. Oh. What? Da schießt noch einer. Na, endlich. Okay, ihr seid auch praktischerweise so gestorben, dass Items irgendwie in die Säulen gefallen wären. Aber ich glaube, das tun sie nicht. Ich glaube, sie würden, wenn dann halt hier einfach vor den Säulen auftauchen. Hoffe ich. Weil sonst wäre das natürlich ein... potenzielles Bug-Desaster, dass man nämlich irgendwelche wichtigen Gegenstände hier gar nicht bekommen könnte. Ja, und das ist halt das, was ich jetzt hier meinte mit diesen sehr bunten Säulen. Also ich glaube zumindest, dass ich das letzte Mal davon schon mal erzählt hatte. Und die gibt es tatsächlich auch im Original. Also die kann man googeln sozusagen und das sieht dann ähnlich aus wie hier. Oh Gott. Eine Nische. Oh. 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 Oh, krass. Hier ist alles nochmal viel schöner und bunter. Ja, es ist ja auch die große Posthalle. Das eine Ding wäre ein bisschen sehr klein. Ja, irgendwie habe ich mir das gedacht, dass es hier noch weitergeht. Oder sind wir jetzt... Nee, sind wir nicht. Wir sind tatsächlich in einem anderen Raum. Und hier in der Mitte ist nochmal ein Gang. Der wahrscheinlich auch durch die andere Halle dann durchführt. Da ist ein Hebel, da müssen wir wahrscheinlich hin. Und wir sehen ja schon, hier können wir langhangeln, in verschiedenste Richtungen auch.
Ja, also es ist ein bisschen komplex, aber nicht super komplex. Das kriegen wir gut hin. Das Einzige, worauf ich halt nicht so viel Bock habe, sind diese Gegner, die einfach aus dem Nichts auftauchen. Ja, kaum zündet Lara eine Fackel an, geht die FPS-Zahl in die Knie. Na gut, wie gehabt, wir schauen uns erstmal überall unten um. Weil wenn wir dann einmal oben sind, dann hangeln wir da ja lang und dann ist das halt auch das mit dem Hebel und so. So, hier waren wir, glaube ich, schon. Genau. Hier ist der zweite Teil und dann gehen wir mal kurz wieder zurück zum ersten Teil. Naja, hier habe ich auch keine Säule übersehen. Hier ist wirklich nur eine in der Mitte. Okay. Hatten wir jetzt hier alles abgesucht auf der Etage? Ich glaube schon. Gucken noch mal kurz. Ja, und hier in der Mitte ist ein Korridor. Okay, ja. Also hier kommen wir auf jeden Fall bequem nach oben. Auch hier wieder. Also, sie kann da einfach nicht vernünftig drüber laufen. Nein, man muss halt im richtigen Moment springen. Okay, hier liegt was. Munition. Aber dieser Teil der Halle ist ein bisschen sehr baufällig, muss ich mal sagen. Also es ist ein bisschen gefährlich, hier rumzuspringen. Könnte jederzeit einstürzen. Ah ja. Ha, so macht man das. Sehr schön. Und? Nope. Naja, wir kriegen ja gleich hier Schrotflinten-Munitionsnachschub. Nicht viel, aber immerhin. So, es wird nur ein bisschen anstrengend, wenn wir dann oben auf der Ebene kämpfen müssen. Okay, hier ist nichts. Oh, ich bin auch so froh, dass es hier nicht noch schlimmere Gegner gibt. Ach so. Das sieht mir aus wie so ein geschlossener Raum. In dem, was drin ist. So. Okay. Bin ich einverstanden. So, okay. Ja, also ich nehme an, dass da oben, da geht es ja, glaube ich, dann weiter. Auf der anderen Seite war nämlich, glaube ich, offen. Hier oben, das ist kein geschlossener Raum. Genau, und hier könnte man dann langhangeln Richtung Hebel. Das machen wir noch nicht. So, ich stelle gerade fest, diese Halle hier hat noch eine Etage oben drüber, wie es aussieht. Ah, okay. Aha. Vielleicht ist es doch sinnvoller, zwischendurch schon mal den Hebel zu drücken, wenn es dann solche Dinger hier hoch macht. Es sei denn, natürlich ist es dann ein Zeitspiel. Okay. So, dann gehen wir hier noch durch die Mitte durch, Richtung dritte Halle. Ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung. Dass wir jetzt hier wieder zur dritten Halle kommen, aber das sieht ganz gut aus.
klar, wie zielst denn du? Also, das habe ich schon mal besser gesehen. Naja gut, wenigstens hat sich dann der ganze Aufwand des Munitionssammelns auch mal gelohnt. Und ich meine, jetzt ist halt auch die Zeit, wo die Schrotflinte ganz gut ist. Gut, es gibt später noch ein paar Gegner, wo die auch noch mal ganz gut ist, aber ja. Wir können auch mal zwischendurch auf die Uzis wechseln. So, jetzt haben wir uns aber unten komplett umgesehen und wir gönnen uns mal ein bisschen hier was. Ja, wie man halt wieder nicht sieht, wie man hier eingesammelt hat. Ja, nehmen wir mal ein großes. Wir haben genug. Okay. Dann klettern wir mal nach oben. Ja. Ich glaube, das Ganze können wir auch unkomplizierter haben. Okay. So. Liegt hier irgendwo was? Also da liegt nichts und da ist auch kein Hangelkorridor an der Decke. Hier liegt nichts und es ist jetzt auch nicht so direkt verbunden. Ja. Also irgendwas, also sie eckt auch viel öfter an beim normalen Rumlaufen, nicht nur beim Schwimmen. Ich weiß nicht genau, ob irgendwie hier in der Version doch noch ein bisschen was anders ist, dass quasi ihr Charaktermodell mehr Raum einnimmt. Also ich kann mir das nicht vorstellen, warum sollte man das ändern. Aber es wirkt irgendwie alles ein bisschen sperriger. Ja, ich weiß, ich habe kreative Aussagen dafür, dass ich hier nicht so gut vorankomme. Nee, aber es fühlt sich wirklich ein bisschen komisch an in der Steuerung. Also am meisten merkt man das beim Schwimmen. Dass sie halt öfter irgendwo anstößt oder sich dann halt irgendwie in Richtungen drücken lässt. Aber beim Laufen merkt man es jetzt auch so ein bisschen. Okay. Na gut. Gucken wir mal, wohin uns das hier führt. So, und wir wechseln mal die Waffen. Na gut, kein Ninja-Krieger hier. Aber ich finde das total hübsch mal wieder. Das ist halt sehr schön bunt. Das mag ich. Ohne dass es halt komplett übertrieben wirkt. Also vielleicht die Säule da hinten, die ist ein bisschen sehr hell, das Weiß und so. Aber der Rest, ich höre doch irgendwas. Ja, wir kommen hier nochmal irgendwann nach oben. Kommen wir da hinten auf die Säule? Nee, die scheint ziemlich allein stehen zu sein. Da kommt man nicht hin. Dieser Level
Abschnitt hat übrigens auch kein Geheimnis, das heißt, ich bin jetzt super entspannt. Wir haben dann nur beim Heiligen See nochmal ein Geheimnis. So, ja, jetzt könnte man natürlich dort wieder hinhangeln, wo wir schon vorher waren. Aber wir hangeln natürlich erstmal woanders hin. So, also rechts ist die Luke, das heißt, da kommen wir nicht weiter. Und da eben dieser Weg, wo wir auch so hinkommen. Und hier... kommen wir noch in eine andere Kammer. Hm. Da bin ich doch hoffentlich vorhin durchgelaufen auch. Ja, müsste ich gemacht haben. Also unten meine ich. Und jetzt laufen wir oben lang. Okay. Ja, okay, jetzt sind wir hier schon in Halle 3. Da scheint oben nichts weiter zu sein. Dort ist halt der Hebel. Ist jetzt auch ein bisschen unspektakulär. Wir hangeln erstmal nach links. Okay, hier liegen auch keine Items. Alles ein bisschen langweilig. Hier ist ja auch Ende Gelände. Okay. Na gut, dann drehen wir wieder um. Dann hangeln wir halt jetzt zum Hebel. Aber das war jetzt relativ unspektakulär, muss ich sagen, die obere Etage. Ich hatte das ein bisschen spannender in Erinnerung. Na gut. Aber es gibt hier noch ein interessantes Rätsel, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Naja. Ich glaube... Ja. Mystische Musik. Achso, wir könnten natürlich auch von hier aus einfach direkt wieder zurückhangeln. Das können wir natürlich machen. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier keine neuen Gegner sind. Ich hoffe es. Da liegt auf jeden Fall Munition. Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir da hin wollen, nehme ich mal an. Wie viel hält der aus? Nee, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und wieso sehe ich meine Munition nicht? Boah, ich habe 100 Schuss etwa verbraucht. Und da unten liegt jetzt Munition. Toll. Aber schön, dass mich die Musik gewarnt hat. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht so schnell bemerkt. Naja, jetzt sind wir hier oben. Ja, apropos bemerken.
Wo hangelst du lang, Kollege? Warum bist du jetzt durch den Aufprall gestorben oder weil ich dich jetzt erwischt habe? Naja, wahrscheinlich, weil ich dich erwischt habe. Das war jetzt sehr merkwürdig, muss ich sagen. Aber das, ja, also anhand des Schattens hat man es gesehen, dass da jemand war. Sonst wäre mir das gar nicht so schnell aufgefallen in der Höhe. Huch. Ja, liebe Kamera, was willst du mir jetzt hier damit sagen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ich konnte jetzt gar nicht die Kamera wechseln. Soll ich das hier vielleicht zerschießen? Ich glaube es eigentlich nicht. Nee, zerschießen nicht, aber krass. Aber das ist das, was ich auch das letzte Mal schon gemeint habe. Diese Interaktion mit der Welt, die einfach hoch nicht klar ist. So wollte ich das eigentlich nicht. Oh, der Kollege hat hier... Nee, hat er nicht. Der eine hat nur was fallen lassen. Die Ecke von der Säule sah gerade so aus, als würde hier noch was liegen. Ich hoffe aber, ich habe jetzt... Habe ich jetzt hier da oben alles eingesammelt und gemacht? Waren da nicht noch irgendwie auf die Säulen drauf oder so? Sorry, Leute. Ja, es ist halt, weil die Kamera mir das hier nicht zeigt. Wahrscheinlich ist das dann auch schon der Hinweis darauf, dass es hier nichts weiter gibt. Und ich kann jetzt, wenn ich auf die Kamerataste drücke, auf die Umschauen-Taste, dann macht sie halt auch nichts weiter. Das heißt dann ja wohl, dass ich auf diese Säule wahrscheinlich nicht drauf kann. Okay. Ja. Okay. Von dieser Kameraperspektive aus sieht es recht unspektakulär aus. So, jetzt möchte ich aber den normalen Weg wieder nach unten gehen, damit ich nicht ganz so viel Fallschaden hier nehme. Und überhaupt. Damit ich nochmal Gegnern die Möglichkeit gebe, zu triggern. Beziehungsweise getriggert zu werden. Das ist so merkwürdig, jetzt dieses Wort dafür zu verwenden. Obwohl das eigentlich der ursprünglichere... Also für mich zumindest ist die ursprüngliche Bedeutung. Also es bedeutet ja eigentlich nichts anderes als auslösen. Und wenn man jetzt von Triggerwarnung oder sowas spricht... Oder jemand ist getriggert, das heißt, da wurden starke Emotionen ausgelöst. Und mir ist es leider auch passiert, dass ich das manchmal in so einem humoristischen Kontext verwende, an einer Stelle, wo es eigentlich nicht humoristisch sein sollte. Also ich habe mich da manchmal so ein bisschen auch selbst auf die Schippe genommen, dass ich gesagt habe, irgendwas triggert mich. Und manchmal war das aber genau der Kontext, der sozusagen von der, ich sag mal, eher konservativen Blase, das mal vorsichtig ausgedrückt,
wo der gerne halt verwendet wird. Okay. Genau, jetzt sind wir hier nämlich, glaube ich, bei diesem Rätsel, was ich meinte. Aber man sollte halt allgemein ein bisschen vorsichtig sein, dass dieser Begriff nicht zu inflationär benutzt wird. Obwohl es vielleicht auch einfach zu spät ist.